So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Sneak Show gegen Maverick. Wie beim letzten Maverick-Spiel habe ich mir wieder den Mario dabei geholt. Ja, bester Kommentator für Maverick. Kann auf jeden Fall Fehler spotten. Und ja, ich habe gehört, Sneak Show bzw. Omnitail ist nicht so das geilste Matchup für Maverick. Na, kommt drauf an, ob man seinen Karakas auf der Hand hat oder nicht. Ja, ja gut, aber selbst dann, so aber die Omniscience, Show and Tell Omniscience, erste, zweite Runde, das tut schon ziemlich weh. Ich sehe auch hier auf jeden Fall einen Engine Tomb, zwei Engine Tombs, ein Emrakul. Sonst nicht viel. Ja, okay, da wird Mulligan genommen. Ja, kein magisches, wollte schon sagen, kein farbiges Mana, ne? Nee, kein farbig. Kein farbiges, magisches Mana. Farbiges, magisches Mana. Ja. Nee, Lega tatsächlich nicht, aber das ist so die Story von Christoph. Entweder hat er nur farbiges Mana und keine Soul Lands oder nur Soul Lands und kein Mana. Das ist so der Fluch des Decks, der ihn so ein bisschen trifft. Aber er spielt Sneak und Omniscience oder wie? Er also spielt zwei Omniscience und ich glaube ein oder zwei Wishes. Nee, in der Version spielt er eigentlich Omni mit vier Wishes, glaube ich sogar. Also ziemlich viele Wishes. Normalerweise spielt es so zwei bis drei. Ich glaube, er spielt aktuell vier hier in der Liste. Deswegen müsste es eigentlich ein Omni-Teil sein, ist aber tatsächlich als Sneak Show gelistet, weil ich einfach den Namen schon dastehen hatte. Ah, okay. Mulligan auf 5. Klar, bei 7 Karten. Schon. First Turn, Kill, ja, Incoming. Das ist halt Show and Tell, Petal, Soul Land, Omniscience, Wish. Ist das eine 6 Karten, die du gerade gesagt hast? Show and Tell, Petal, Soul Land, Omniscience, Wish. Oh, sind 5. Ja, okay, genau, dann kann man es wirklich spielen. Ich sehe auch schon Chantel. Zwei Stück sogar, das ist nicht so geil. Ich sehe einen Ponder, sehe einen Grizzlebrand. Ja, gucken, ob man hier Mulligan auf 4 nimmt. Ist das ein Chantel? Zwei Stück, ja. Mit einem Grizzlebrand? Ja. Okay, das sollte easy win sein dann. Ein Brainstorm. Wenn er den Grizzlebrand. Ah, nee, ist ein Brainstorm. Ist ein Brainstorm, ist kein Grizzlebrand? Nee, ein bisschen schwierig, weil der Christoph sehr hart auf seine ganzen Expedition, ach, Kevin hält seinen Fuß in die Kamera, die ganzen Expeditions und so weiter und die ganzen Special Artworks nimmt. Mulligan auf 4. Okay. Hat er schon wieder kein Mana? Anscheinend nicht. War anscheinend nicht gut genug, die Hand. Mulligan 4 kann immer noch Petal, Show and Tell, Soul and Grizzlebrand sein. Irgendwie so, das schickt schon aus. Wobei auch immer cool, oftmals einfach ausreicht. Darf man ja auch nicht vergessen. Hat Grizzlebrand 7 Karten? Grizzlebrand ist schon ganz gut. Welcher Mulligan? Ja. Aber ja. Erstmal kriegen. Ja. Und Gegner kein Karakas. Oh, da sehe ich einen Sanctum Prelay, der ist auch ziemlich stark gegen das Deck. Wasteland, Knight. Oder weniger? Wenig. So, da ist ein Preordain, da ist ein Soulland, da ist ein Petal, da ist ein Show and Tell. Und jetzt geht's auf eine schlechtere. Jetzt verpellt man die 4, oder? Ich weiß es noch nicht, was jetzt vor. Man auf 3 ist halt hart. Auf 3 ist, nee, man nimmt die 4 auf jeden Fall, gerade mit dem praktischen Show and Tell auf der Hand. Man braucht praktisch nur noch, in Anführungsstrichen nur noch. Ein Piece. Ein Piece, genau. Und gerade mit dem Preordain kann man eben noch schön durchgucken. Hier auch die Länder ist halt. Da ist natürlich ein Augenschmaus. Mm. Die Preordains sind noch nicht voll. Und er hat, glaube ich, sogar die. Er hat was gefunden. Ja, ich meine, ich wollte jetzt auf die Hüllen drauf angehen. Die sehen so aus, als würde man das sehr klar sehen. Das sind normale Dragon Shield Night Blue matte Hüllen. Wohingegen Kevin Poppyfield Art Classic Hüllen spielt. Man könnte sagen, ich bin ein Drangshield-Hüllen-Nerd. Das ging gerade nicht vom Kevin-Seite aus. Er hat es direkt gesehen. Ja. Ah, ja, Doppelfetch. Okay, ich habe nur das Rot-Grüne gesehen und dachte, okay. Oder hat er das Grüne? Nee, Doppelfetch. Hat er Kevin angefangen? Ja. Mit Fetchland Go. Fetchland Go. Sieht auch sehr selten in Memory. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich ich halt mal Fetchland Go ist natürlich keinen. Schon. Aber es hilft halt hier. Hier wird wahrscheinlich auch. Fetchland Go. Auch das hier so. Das Misty Rainforest als Expedition.
Und dann kommt das. Yo, Sanctum Freed auf 3. Sanctum Freed sagt, Spieler können Karten mit den Mana-Kosten nicht mal mehr casten. Also nicht bei Chalice, dass er dass Christoph hier noch probieren könnte, das durchzukriegen mit Sneak Show. Also das Showteil. Sondern er darf es noch nicht mal mehr probieren. Ja, dann der Maverick Beatdown. Ja, für 3. Er ist real, da braucht man jetzt einen Sneak Attack. Aber das kostet 4 Mana, jetzt im Moment 5 Mana. Genau, da muss man. Und wenn halt jetzt auch der Gardok kommt, dann ist. Genau, dann ist das Trifactor komplett. Dass da nichts mehr gespielt werden kann. Da ist zumindest ein Edge Doom und das 1 Mana Lotus Petal. Wer kennt's nicht? Das ist das Wasteland of the End Doom. Boah, das würde ich jetzt schon wahrscheinlich scoopen. Dann für 5 swingen gehen. Oder ist er 2-3 oder 3? 2-2. 2-2 ist er, ja, dann für 4 swingen. Ja, dann noch ein Knight, der findet dann das Karakas. Sieht schlecht aus, selbst wenn er jetzt was findet, was. Hier geht es, glaube ich, darum, dass man hier mit dem. Dass man Creatures casten kann. Immer noch mit dem Sanctum Creed auf 1. Ja, 4 Damage auf 14. Damage auf 14. Weil man muss ja trotzdem in die Sneak Attack noch ein rotes Mana haben. Das heißt, man braucht hier tatsächlich in einem Draw 3 Mana. Das ist unwahrscheinlich, sag ich mal. Gut, man kann jetzt hier fetchen. Oh, Mismatch Basics. Oh, Mismatch Basics. Da kriege ich schon so einen halben Fußpilz. Ich hätte ehrlich gesagt dem Gegner nicht das Lotus Petal gezeigt. Einfach nur noch Information, man weiß, man verliert. Auf einem Turnier würde ich jetzt das Lotus Petal nicht zeigen. Ja, auf einem Turnier wäre einfach nur, um zu sagen, okay, ich habe jetzt 2 blaue Mana, ich suche nur noch. Genau. Vielleicht gewinne ich doch. Aber somit hat man halt dem Gegner gesagt, ach, jetzt ja, hier. Da ist auf jeden Fall ein Sneak-Attack und ein rotes Mana. Aber. Und Kevin mit dem Sanctum Prelate auf 3 sehr gut gedeckt. Ja. Als hätte man gewusst, gegen was man spielt. Tatsächlich, ja. Da ist nochmal ein Edge to go. Könnte nächste Runde, wenn ich es richtig gesehen habe, war da ein Sneak Show oben. Wenn man dann einen Sneak Attack. Wenn man dann wirklich einen Grisselbrand noch hat. Und das dann wirklich für 5 Mana castet und dann noch 1 Mana hat zum Aktivieren, dann wäre natürlich nicht so schlecht. Green Sun Zenith für X gleich 2. 2 ja, stimmt, Talia. Ja gut, Gardok. Ja, Gardok ist jetzt. Das ist dann das Trifactor komplett. Oder man könnte noch versuchen, über die Wishes was zu reißen, aber. Oder Collected Umf, einfach nur damit er jetzt sein Lotus Petal nicht spielen kann. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naja, mit ihm kann er jetzt mit dem Knight angreifen, ein paar Land bouncen und dann einmal noch auf der Karakas gehen, falls er es braucht. Und somit kann er jetzt ordentlich swingen gehen für 4 plus 5 sind 9. Das sind 9 Damage. 9, dann tappe ihn. 10, 11. Ich komme auf 11 Damage. Tappe ihn, Opfer, was? Genau. Das ist alles noch vor der Damage. Vor der Damage jetzt. Oh mein Gott, Wasteland. Okay. Das heißt, man ist hier auf 5, 7, 11 Damage, ja. Ja, so einen fetten Knight mit 5. Vor allem mit den Ländern und dass es da im Ward liegt, das ist over. Das Wasteland, das hat sehr hart gekillt, das ganze Deck gerade. Und in seinem Zug kann das wieder machen. Kann er wieder benutzen, zum Karakas benutzen, hat er gerade erklärt. Auf jeden Fall, das ist over. Das ist. Diesmal hat er es schneller beendet. Da ist schon Telos auf der Hand gewesen und der Grisselbrand auch. Ja. 0-1 für Kevin, das erste Spiel hier. Oh, was sehe ich denn da? Der Kevin macht es diesmal anders. Ja. Er weiß nicht mehr, was er im Sideboard hat. Normalerweise ist es nämlich so, dass Kevin tatsächlich sein Sideboard, seine 15 Karten reinmischt und einfach 15 Karten rausnimmt. Dieses Mal scheint er aber nur irgendwie 8 Karten reingenommen zu haben und 8 Karten rauszunehmen. Ach, gegen Sieg und Joe schickt da Dicke und dann. Nee, aber er hat alles reingemischt wieder. Ich habe gerade gesehen, dass er Leyline wieder drin hat im Deck. Ich habe gesehen, dass er. Ja, er hat wieder alles reingemischt.
Er hat es dann doch noch gemerkt, dass er das normalerweise anders macht. Hier auf der Seite von Sneak Show gehe ich mir davon aus, da kommen ein paar Board-Removal rein. Blood Moons gegen Karakas. Und um den Gegner ein bisschen auf Guard zu erwischen vielleicht. Weißt du, weil er alles so spielt? Spielt der Pyroknall? Mit Zerstöre alle Kreaturen mit zwei oder weniger? Oder hinten zwei Schaden an allen Kreaturen? Pyroklasm, ja. Pyroklasm wird auch gespielt, ja. Das, also die beiden sind so zwei Optionen, die man spielen kann. Obwohl, es gibt auch noch eine X-Sorcery, also ein rotes und ein X und schieße an einer an Kreaturen von einem gewissen... Von einer Farbe. Ja. Farbe, so und so viel Schaden. Ja, das geht natürlich auch. Aber ich glaube, die wird nicht gespielt. Einfach zu viel, zu teuer. Aber ich habe bis jetzt noch in keinem Game, also ich habe bis jetzt noch keine Mutti gesehen. Bei Merrick-Spieler. Ja, nee, ist das erste Spiel, also bisher hat er noch keine gedroppt. Deshalb. Auch kein Birds of Paradise, kein Noble Hierarch. Ja, ist ja einfach mit Land Go. Land Go ist halt sehr selten. Land Go ist sehr selten als Merrick-Spieler. Ja, ist schon. Da ist auf jeden Fall ein Noble Hierarch, da ist ein Fetchland. Night, ein Wasteland, ein Fetchland. Das sind ganz gute. Das ist ein Questing Beast, oder? Ja, ist ein Questing Beast. Sehr starke Karte. Viermal. Ja, wobei im Sneak Show weiß ich nicht, ob die gegen Sneak Show gut ist. Schaden kann nicht verhindert werden. Also weiß ich, ob man die braucht. Weiß nicht, hat er vielleicht jetzt angetäuscht und ein True. Hier, wie heißt der Mehrfacher 3-1 hier? True Name. Kein True Name, das ist reingenommen. Einfach mal reingenommen, um zu gucken, wie er damit zur Kante kommt. Es gibt auch keine andere Kreatur mit Stärke 2 oder weniger, die blocken könnte in dem Deck. Ins Sneak Show. Ja, aber sie kann schneller Game finishen für 4 genau. Mana. Also genau. Dritte Runde kann der kommen. 5-5. Boah. Das ist das dritte Mismatched. Die dritte Mismatched Insel in Foil draußen. Inseln. Ja, nee, ich bin einfach kein Fan davon, Mismatch Basics zu spielen. Echt nicht. Dementsprechend Brainstorm, die guten aus dem Jace Spellbook. Macht immer meistens, wenn man erst Fetch und dann Brainstorm. Ja, das sind die erste Runde, die berüchtigten erste Runde Brainstorms. Wenn man die gegen Kevin macht, triggert man den auch so ein bisschen, weil er hat das einmal auf dem Turnier gemacht, wo er so 2-3 stand oder so, also ziemlich weit hinten saß und er hat gegen Philipp Schröder gespielt, der relativ bekannt ist für sein Schnickshow-Spiel. Und der hat auch schon MKM-Series gewonnen und super netter Kerl, wird das hier wahrscheinlich auch sehen, so wie ich ihn kenne. Und Kevin macht in der ersten Runde Fetch Brainstorm und naja, der Schröder fing an, ihn komplett zur Sau zu machen. Wer spielt denn so einen Dreck? Wer macht denn so eine Scheiße? Wer ist denn so kacke? Also als Spaß und Kevin hat sich das sehr, sehr, sehr zu Herzen genommen. Und okay. Wir haben hier, ganz kurz wieder zum Spiel zurück, Show and Tell into Emrakul, wohingegen der Gegner ein Knight of the Reliquary reingelegt hat. Das ist vollkommen legitim. Das ist ziemlich stark, weil er jetzt wastelandet, sich selber das... Er macht Mana sich einen Pool, kann er was spielen? Ich hab die Hand nicht mehr. Gaddock kann er noch spielen. Ja, gerne so bad Gaddock. Da hätte er einen Strap für 3 Mana. Genau, Gaddock kann er spielen. Der 3-3 gleich hauen gehen kann. Ja. Ja, oder halt den Knight, der halt ja aktuell jetzt auf 5-5 trotzdem offen lassen. Ja, gut, dann kommt jetzt das Karakas into Bounce. Ja, auf jeden Fall, um die Story mal ganz kurz noch zu Ende zu setzen, seitdem wird Kevin sehr hart getriggert und macht dann den, was würde der Schröder jetzt dazu wohl sagen, Move. Und ja, hier das Karakas, Bounce, eine legendäre Kreatur. Kann man halt, ist eine legendäre Kreatur. Ja, kann man sehr gut gegen umkommen müssen. Das ist, glaube ich, der Boxtopper immer cool. Ich bin ja, was so Promos angeht, sehr hart getriggert. Er hatte halt, der Show, Sneak and Show, hätte jetzt eine Omniscience reingelegt. Omniscience wäre das vorbei gewesen. Grizzlebrand wäre ebenfalls voll okay gewesen, weil man einfach mal noch hätte 7 Karten ziehen können, um eben noch vielleicht was zu finden. Gerade wenn ich hier auf der Hand von Kevin fast nur Länder sehe. Und Choke. Choke ist so die kleine Pet-Karte von Kevin. Choke spiele ich persönlich auch sehr gerne. Ja. Es ist... auch eine tatsächlich gar nicht mal so High-Value-Karte mehr. Inseln enttappen einfach nicht mehr. Das ist sehr, sehr gut. Gerade gegen Decks, die fast nur Inseln spielen, wie zum Beispiel das Sneak Show, was eben Soland spielt, Inseln. Haben die keine andere Blauquelle, die sie rausziehen können durch eine Nicht-Insel? Also nicht dauerhaft. Nicht maximal dauerhaft. So ist die Petal oder so.
Dementsprechend sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Frage ist, ob man jetzt hier das Choke rauslegt oder ob man halt mit dem Knight of the Reliquary sich ein Mana raussucht und das Questing Beast droppt. Sack ich das Land. Es scheint auch in die Richtung zu gehen. Nee, scheint's nicht. Nee, dafür ist er noch nicht ganz safe. Nur weil er an. Wenn ich den Knight jetzt tappe, um mir mit der Savanna das Cradle zu holen, kann ich das Questing Beast aufspielen? Okay, also hier wird dann natürlich ein bisschen vor sich her überlegt, was man hier machen kann. Ja, für 5 Damage ihn hauen gehen ist auch nicht schlecht. Und das ist sicherer. Aber er müsste, nach meinen Überlegungen, sollte er dann wieder auf ein Fetchland gehen. Auf ein Basic Grünes, er hat auf Basic Weiße, falls jetzt danach die Runde doch ein Blattmann kommen sollte. Und er hat er aber schon auf jeden Fall die Noble Hierarch. Das reicht an Mana eigentlich. Was er hier machen könnte, ist genau, er könnte aufs Cradle gehen. Er hat noch einen Mana im Pool, das Cradle alleine bezahlt dann das Questing Beast. Und haut dann eben für 6. Was? Ah, Cradle hatte ich komplett außer Acht, dass er das auch drin spielt. Ja, genau. In der Liste. Tun hier die meisten Mavericks mittlerweile. Ich hab's leider nicht, aber jetzt würde ich nicht für beide hauen. Questing Beast hat Wachsamkeit. Ja, da korrigiert der Christoph. Ah, danke schön. Beat für 6. Geht man auf 13 hier an Seiten von Shauntel. Wenn jetzt natürlich so nochmal Shauntel in Turmnitions machen kann, ist das natürlich richtig nice. Aber ich sehe da kein Omniscience auf der Hand. Doch. Ich habe die Yu-Gi-Oh!-Karte Omniscience gespottet. Omniscience in. Omniscience Shauntel in Omniscience, dann kann das noch ein Win sein. Ja, aber ansonsten dagegen sieht das. Kann auch der Kevin gerade mit der Hand. Nichts machen. Nichts machen. Er könnte zwar noch eine legendäre Kreatur bouncen, aber sie können über den Wish winnen, ne? Genau, dann kann man in den Wish gehen und kann damit dann. Ich blende das mal ganz kurz hier ein. Und damit kann man dann halt 20 Damage bis 30 Damage ins Gesicht machen. Easy peasy. Das ist ganz cool. Ganz, ganz, ganz cool. Ja, aber ich vermute mal, wenn hier so gefetcht wird. Oh, oh. 3 Mana. Ah, Blood Moon. Blood Moon. Der bringt jetzt nicht so viel. Und kommt ein bisschen spät. 11 Damage on board. Ja. Ein Damage fehlt. Und der Quest ist wieder getappt. Sehr gut. Ja, jetzt wieder korrigiert. 2, 4, 5, 7, 9. Plus 4 sind 13. Oh, 13. Ja, das ist Liefel. Tatsächlich. Den hatte ich denn jetzt? Da ist der Grizzlebrand, ja. Den hätte man legen sollen statt des Shauntel. Ja, das hätte man besser machen können, da was das angeht. Aber gut. Ja, das war Maverick gegen Sneakshow. Gar nicht so ausgegangen, wie wir gedacht haben. Gerade am Anfang nicht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.